Oh. Ich habe nicht mehr genug Mana. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Warum hast du dich nicht geheilt, du? Deswegen, weil es vollkommen sinnlos ist, jetzt Heiltränke zu vergolden bis zum Abwinken, wenn man sowieso stirbt. Die Macht des Schattensteins macht dich einmal am Tag unsichtbar. Das ist gut. Das ist toll. Ja, nee, das freut mich. Aber dein Pferd leider nicht. Deswegen hat das Pferd ja den Skill, sich unsichtbar zu machen. So, wir haben hier nichts gefunden, außer 10 Gold. Ja. Aber ansonsten... Ach Mensch, diese bescheuerten, verdammten Kackgold-Dinger. Ich glaube, du musst mal wirklich Dings markieren. Mach mal, markier das mal. Wieso? Ich weiß doch, wo es ist. Ich weiß Nein, doch. Weißt du nicht. Natürlich weiß Nein, ich, wo es ist. Nicht. Weißt du nicht. Mal gucken. Bist du überhaupt in die richtige Richtung? Ja, da lang. Ja, dann gucken. So, und jetzt auf der verdammten Scheißkarte. So. Aktueller... Oh. Warte mal. Du hast recht. Gut. Ja, du hast vollkommen recht. Schnell nach... Oh. Habe ich gesagt, dass man sich porten kann? Ja! Ja, nee, aber ist geil. Aber der Pferd steht jetzt da rum und das wäre jetzt... Nee, ich glaube, das müsste jetzt in Stellen stehen. Das habe ich irgendwo, glaube ich, mal gelesen, dass es damit dahin geportet wird. Also, du läufst einfach rum, aber hast einen Eisgeister erledigt und das hat sich ja total... Ja, nee, aber und ich du denke... Und hast einen Segen erhalten, der nichts bringt. Das hat sich auch noch mehr gelohnt. Ich denke vor allem, dass es jetzt einfach wegen Leveln... Guck mal, wir sind jetzt Stufe 11. Als wir losgelatscht sind, waren wir noch Stufe 9. Also, das heißt mal zwei Level einfach zu bekommen, insofern. Schon also cool. Stufe 8. So, unser Pferd muss jetzt irgendwo da draußen stehen. Nee, Schmied brauchen wir nicht mehr, das heißt, wir müssen jetzt... Ja, nee, wir müssen jetzt hier Werkbank. Oder das, ja. Gefällt mir. Ja, nee, stimmt, hast du recht. Du fällst mir übrigens auch. Lederstiefel. Auswählen? Machen dann 15. Oi, die bringen einfach mal 3 mehr. Das Ding hier, auch 15. Bring nicht nur 3 mehr, du hattest am Anfang jetzt 94 und jetzt machst du. Ja, ist doch 3 mehr, ja, siehst du doch. 12, 15. Herstellen! So, und das andere natürlich auch. Ich wollte erstmal nur gucken, dass wir genug Zeug haben, aber scheint ja perfekt zu sein. Und jetzt guck mal, wie viel Brust du hast. Ich gucke aber vorher nochmal hier bei Slifestein. Und deswegen, weil wir haben ja noch Schwerter Himmelsschmiedenstahls. Könnte man nämlich auch nochmal aufbessern. Guck mal, wie viel das bringt. Hallo, Flup? Und bringt 2 Punkte. Mehr. Ja, mach mal. Schön. Nett. Ist ja mal richtig nett. Schön, super. Freut mich. Und wieder in bekannten Gefilden. Ach, ich vermisse es hier so. Also ich vermisste es. Ich habe es so vermisstet. Liegen eigentlich immer noch die Leute genau, hier oben? Ja, genau, die so... Scheinen... Das scheint hier nicht zu... Nee, das ist hier, glaube ich... Also geh jetzt zu den Gefährten und laber mit dem Typi. Ja, ich denke auch. Das soll man machen. Wer bist du eigentlich? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Aber es ist harte Arbeit. Ja, nee, vor allem deswegen, weil ich glaube, ich habe deine Mutter umgebracht. Oder die Gefährten zumindest. So, hallo. Ihr seid doch alle wohlgesonnen. Draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich muss hier Wache schieben. Also ich würde früher... Ach so, das war der hier, der geredet hat. Ach so. Ja, es wäre viel besser, irgendwie nicht gegen Drachen zu kämpfen und nicht zu sterben, ne? Warte, ich muss mir mal kurz gerade eben anders hinsetzen, deswegen war es gerade total kacke und total schlimm. Heimskrill. Ja, ist total geil. So, wen haben wir denn hier so alles an Zeug, Leuten und so? Vor allem, wir haben, glaube ich, noch... Ich muss mal gleich gucken, was wir so aktive Quests noch von den Leuten hier haben. Weil ich habe ja so viele Quests immer offen einfach gelassen, die man dann später mal machen kann. Und ich denke, Klick, dann sollte man eben kurz gucken. Finde die Rotwardonen, ja toll. Sprich mit den Graubärten. Der Weg der Stimme, okay, gut. Und verschiedene Besucherinschreiben von Asura. Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Ach ja. Ja, haben wir ja schon gemacht. Nee, jetzt. Das ist ja, nee, aber ist doch scheißegal, weil die Quest... Mann, Fixe, das ist doch wirklich vollkommen schwachsinnig, weil wir haben es doch schon längst gemacht. Das ist einfach dann unnütz. Trotzdem, ich würde es trotzdem machen. Das ist aber keine Quest, die Belohnung bringt. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Ja, nee, ich kenne dich ja. Mag ich. Tja. Nein, das nicht. So, dann suche ich eben nach Arbeit. Probleme in Falkenring. Da unten ist da immer was los, aber jetzt hat es sich zugespitzt. Oh, nett. Schön. Mit welchem Problem muss ich rechnen? Tja, Zweiglinge. Oh. Normalerweise bleiben sie unter sich, aber bei diesem Wäldchen verhält es sich anders. Okay. Dann kümmere ich mich mal darum. Ausgezeichnet. Zeig keine Gnade. Nö, ich doch nicht. Begonnen nichts als Ärger, in Himmelsrand. Tische Anführer von Moosmutterhöhle. Ja, nee, nett.
Aber ich möchte jetzt erstmal mit Leuten reden hier. Wer bist denn du? Nadja... Njada. Wieso sage ich eigentlich Nadja? Njada Steinarm, hallo. Ich weiß nicht immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Weil ich voll geil bin. Könnt ihr mir blocken? Könnt ihr mich im Blocken unterrichten? Was bedeutet das in den Pferden? Bla bla. Okay, toll. Bis zum nächsten Mal. Also die hier können anscheinend Blocken Dingensens beibringen. Aber hier gab es noch Leute, wie ihn hier zum Beispiel, die einfach gar nichts bringen. Aber hier gab es noch Leute, mit denen man toll trainieren konnte. Irgendetwas, glaube ich zumindest. Hier ist nochmal Farkas, der super Idiot, der ist Ordens. Ach ja, hallo Aela. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Ja, nee, aber wir sind doch Gefährten, weißt du doch. Könnt ihr mich in der Schießkunst... Ach so, nee. Ich suche nach Arbeit, toll. Dann gehe ich mal. Ja, dann gehst du mal. Du bist übrigens sitzen geblieben, aber auch egal. Gut. Ja, nee, der hat auch nichts zu reden. Was waren unsere... Hatten wir nicht irgendeine aktive Quest von denen noch? Sprich, wenn das an Athena tritt, der Kaiser hing am Ebal, töte den Banditenanführer in langer stehender Strom, finde die Energiequelle in Volunrut und bla bla. In höchster Not finde die Rotverdone und unter Satan nichts als Ärger an Himmelsrand. Ja... Ich denke, wir können ja auch mal mit den anderen Leuten reden, die es hier so gibt. Aha. Und wer bist du? Vilkas. Vilkas, konnte der nicht was zu uns beibringen? Wenn ihr Fragen habt. Zwei Handwaffen. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir merken. Tja, tschüss. So, hyper. Was sie immer alles von sich behaupten, dass sie total toll sind und so. Ich dachte, es gibt hier noch irgendjemanden, der einhändig trainieren kann, glaube ich zumindest. Und außerdem sollten wir mal mit Skior reden, einfach mal so. Deswegen, weil das ist, glaube ich, der Anführer gewesen, ja, war es der Anführer? Tumult! Richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja, klar, ich bin total geil. Hallo, Artis. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten kann. Einhandwaffen trainieren. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Ja, vor allerdings mich. Ich bin total toll. Ich möchte nämlich Einhandwaffen trainieren. Das ist mein größter Lebenswunsch schon seit meiner Kindheit gewesen und ich wollte es schon immer mal bei dir machen. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Ich möchte aber nicht ein paar Dinge wissen, ich möchte etwas über Einhandwaffen wissen. Einhändig 35 und wir müssen, glaube ich, auf 40 oder so. Ja, aber das... Nee, nee, das ist viel. Passt auf. Ja. Ja, nee, mach ich schon. Torva, du hast übrigens so schicke Lederrüstung an. Gefällt mir voll. Ja, nee, mach mal. So, wen haben wir hier noch so? Hier haben wir gar nichts. Irgendwo müsste auch eigentlich... Wir haben doch eigentlich auch ein Zimmer, fällt mir gerade so ein. Haben wir da eine Truhe? Würde mich mehr interessieren. Das hier, das ist Stehlen. Stehlen von Truhe. Cool. Die Truhe scheint ein Besitztum von Besitztümern zu sein. Hier, das ist... Ist das hier? Stehlen Truhe, schlafen, Bett, fremd. Nett. Ist dann Schlafen Verbrechen? Wenn ich im fremden Bett schlafe, ist es dann Verbrechen? Ja. Schlafen, Bett, fremd. Du hast in einem fremden Bett geschlafen. Das, dafür bist du gesteinigt. So, jetzt rechts. Gesteinigt. Ist hier... Scheint auch alles nicht so das super Ding zu sein. Ist das da liegt jemand, oder? Schlafen, Bett. Achso, ja, das hier scheint unsere Sachen zu sein. Artis, okay. Das ist... Tilma, die Sorgenvolle. Leute, ich weiß gar nicht, ich habe nur gehört, dass hier einer Skior hieß, der schrie da irgendwie rum, Skior, bla bla, ist total toll, der Skior nimmt jeden auf oder sonst irgendwas. Altowein, nett. Das ist natürlich richtig gut, Skior nimmt einfach jeden auf, egal wie schlecht das. So, durchsuchen Schrank. Toll. Ja, was will man nicht alles mit einem gusseisernen Topf, das ist die tollste Sache ever. Geh wieder raus und such dann diesen komischen Anführer. Wir könnten auch mal mit dem... Wer bist du? Du bist Torva, immer noch. Hier laufen auch immer die gleichen Leute rum, das ist voll schrecklich. So, hier gibt's auch nichts. Hinten hatten wir noch diesen dollen Abstellraum. Ach ja. Nee, hallo. In manchen Nächten Kodlak. Träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Du möchtest nicht wissen, von was ich in manchen Nächten träume. So. Von dir? Ja, von mir selbst. So, Kleidung. Tja, nee. Wollen wir mal seine Kleidung klauen? So wie bei der Schule des Manitou. Kennt ihn jemand? Nein, kennt ihr eigentlich keine Sau. Ich kenn den. So, du bist immer noch Torva, ja klar. So,
Vielleicht gibt es noch eine andere Treppe runter. Ja, nee, ich glaube, das war alles. Deswegen, weil, erstens gibt es hier keine andere Treppe runter. Und zweitens denke ich, dass der draußen rumsteht. Wie ganz oft die Leute draußen rumstehen. So, hier ist Aela wieder. Aela, die ist übrigens, das ist übrigens eine Heiratsoption, kann ich ja mal spoilern. Ihr müsst weil, ach ja, das ist Gyor. Ja, nee, mach ich. Hilfe. Ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun. Ja, nee, toll. Ich suche noch Arbeit. Seid ihr nicht gerade für Farkas unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig ach so. Seid. Ach so, nee, dann geil. Machen wir was anderes. Dann machen wir das mit. Nein, was bedeutet das, ein Gefährte zu sein? Ach nee, wieso, nein. Doch, doch. Wir machen jetzt mit Fark. Ach man, halt doch deinen Mund. Das ist doch wirklich nicht nötig. Ich möchte jetzt mit Skior reden. Ja, total teuer. Aber das sind Standardantworten. Das sind Standardantworten. Vor allem, wir müssen erstmal, glaube ich, die Nebenquests hier machen mit Farkas, bevor wir überhaupt noch irgendwas anderes machen können. Dann sagt der, was für Arbeit er hat. Ist wow. Doch total toll. Tieflandbezirke von Weißlauf befinden sich in der Geschäften und Stadt und der Markt. Ich kann nicht lesen. Mann, du regst mich voll auf. Das ist voll schlimm. Was wollte ich da gerade lesen? Ach ja, das da. Im Tieflandbezirk von Weißlauf befinden sich die Geschäfte der Stadt und der Markt und ich bin zu schlecht. Und da kommt wieder dieses tolle liebe Gedicht. Lieber Lubata, ich werde irgendwas liebe Lubata. Tun. Dich Lubata, die da, da, bist ja jede da, die tun. Genau. Ja, du kannst voll toll singen. Ja. Das ist voll super. So, wo waren wir gerade? Wo ist Sole Mio? Jetzt okay. Guck doch mal nochmal nach, gut. Was wir überhaupt machen sollen. Weißt du es überhaupt noch? Nee, aber es ist doch ein Ziel jetzt sicher, oder? Nee, ist es nicht. Ja, nee, bei Falkenring. Toll, da können wir gleich mal 5 Kilometer weiter reisen. Objekte ist falsch. Hier. Nichts als Ärger an Himmelsrand. Töte den Anführer von Moosmutterhöhle. Ja, hier mal, als aktive Quest bitte rein. Hallo, aktive Quest? Auf Karte anzeigen. Achso, auf Karte anzeigen. Da ist doch. Was? Da. Ja. Moosmutter. Gut, ja. Schön. So, dann zurück. Kann ich das jetzt als aktive... Das ist falsch. Kann ich das jetzt als aktive Quest anzeigen, bitte? Wir gehen mal auf Verschiedenes. Ich glaube nicht, dass... Aktive Quest aus... Nee, geht nicht. Wie geht das nicht? Verschieden... Ja, was? Verschiedenes? Verschiedenes, ja. Rüber. Rüber. Verschiedenes. Achso, das meinst du. Besucht den Schrein von Asura, bla bla. Aber das hier ist unsere aktive, das ist die von Dingensens. Insofern, der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Außerdem sind die verschiedenen, glaube ich, optionale Dinger. Die muss man nicht machen und die bringen auch nichts. Also, die sind vollkommen unnütz eigentlich. So, dann gehen wir mal nach draußen. Und ich hoffe, unser Schwert ist immer noch da. Und im Gefängnis verlierst du einen Teil deines Fortschritts zur nächsten Stufe. Je länger die Strafe, desto mehr Fertigkeiten sind betroffen. Ach, das ist ein schönes Gefängnis. Da drin müsste man sich aufhalten, das ist ja voll zum Kotzen. Ja. Das so. Pferd müsste im Stall sein oder so. Ja, nee, ich denke, die Stallungen sind da vorne, also unten unterhalb von Weißlauf, da wo wir es gekauft haben. Insofern denke ich, unser Pferd müsste da sein, theoretisch. Und wenn nicht, ist es mir vollkommen egal. Ja, dir ist es egal, mir aber nicht, weil da müsste ich mir ein neues Pferd kaufen, was 1000 kostet und das ist nicht so schön. Und... Wenn man nicht 4000 einfach nur ausgegeben, um Zerstörung zu leveln. Ja, nee, klar, aber das ist... Ja, davon ist es. Aber das ist unnütz. So, komm her, du olle Stute. Lass dich von mir besteigen. Das hörte sich gerade wieder voll falsch an, aber... Das ist übrigens ein bisschen nach rechts, ja genau. Aber es heißt ja auch so, komm, lieber Berg, ich möchte dich besteigen. Ja, nee, aber da sagt man nicht komm. Doch. Er kommt dann zu dir und er lässt sich besteigen. Und schöne Lichter übrigens. Ja, nee, klar. So da vorne haben wir wieder so einen ollen Mammutkopf. Mit einem Riesen und einem schönen Mammut. Ich weiß nicht, ob das Mammut bedeutet, dass es Riese ist. Sah ich da gerade einen Wolf unter uns herlatschen? Nein, das ist ein Reh. Oder eine olle, alte Dingensens-Scheiße. Da ist ein Wolf. Der ist wohl auch ganz scharf auf das Reh. Oder auf den ollen Müll. Ich ahne Böses. Ich ahne verdammt Böses.